So, heute mal Aufnahmestart auf einem LPT-Server aus der Community. Ich würde euch gerne mal die ganzen Leute zeigen, aber ich komme nicht aus dem Zaun raus. Könnt ihr mir mal sagen, wo das Zauntor hier ist? Da, ich habe es gefunden. Das geheime Tor. Ich habe es gefunden. Bist Achso, muss ich es auch schon wieder richtig, zumachen? ja? Muss ich es wieder zumachen, damit die Hühner Ja. draußen bleiben? Ja, natürlich Warte, nicht. ich komme und rette dich, Kind. Wo bist du denn? Na, ich bin jetzt schon durch zwei Türen durchgegangen da. Die sieht man nicht, die sind nicht andersfarbig hier. Ich weiß nicht, ob das früher auch schon so war. Wo ist denn jetzt hier? Ich klopfe einfach überall mal mit Rechtsklick drauf. Ich sage an der Stelle auch mal Hallo. Hallo zusammen, Kinder. Hallo. Habt ihr Hallo. Spaß? Geht's euch gut? Alles easy going hier. Ja. Jetzt bin ich trotzdem Der noch Herr gefangen. Wutan, der zuppelt immer noch so auf der Stelle rum. Wie läuft's mit den Lecks? Super. So mittel. Also ich habe überhaupt kein Problem im Moment. Nee, ist jetzt besser? Ja, also vorhin hatte ich es nach dem Sterben nur mal kurz, dass ich da dreimal wieder zurückgehüpft bin auf den Platz, wo ich gespawnt bin. Aber jetzt hier, jetzt geht's super. Oh, da unten ist Slenderman. Oh, nee, Slenderman hat gerade ein Leck gehabt. Nee, wie heißt der eigentlich, dieses komische, große, schwarze Männchen hier? Enderman. Enderman. Ja. Enderman steht genau vor mir, der wird gleich mit dem Sandblock nach mir werfen. Nein. Creeper im Wasser. Guck mal, seht ihr den eigentlich? Du müsstest den noch sehen. Warte mal, wer ist das? Wer ist der grün-schwarze von euch da drüben? Hier, ich, Wenn der du zum Schaf, Stefan wenn du zu den hier. Schafen schaust, dann läuft er vor mir rum hier unten. Ja, ich sehe den. Ich sehe den. Hey, Der was ist am nein, Haus, ist der der. zerlegt uns die Bude. Ja, Ist den er ein müssen wir Jesse? irgendwie. Es ist Rena, er sag mir nicht. doch mal, wie komme ich hier oben raus? Hier hänge ich Ich jetzt auch weiß doch gar fest. nicht, wo du bist. Über dir, genau über Da, der dir. ist hinten bei den Kürbissen. Da steht einer. Nee, nee, das bin Hier ich. oben bin Ach ich. so, Nee, ja, das war. warte. Nee, Ach, da du oben hattest bist aber du. auch ein. Pass Ja, auf, und ich ich muss mich hab. mal holen. Hier irgendwo Vor ist lauter nämlich. Gebrabbel habe ich jetzt die Playlist vergessen. So, jetzt. So, also. Also, hier ist eine Tür, da kann man durchgehen. So. Ja. Steck da zwischen den Schafen fest. Hast du Spaß mit den pinken Schafen? Ja, du, wenn man lieb zu denen ist, sind die auch lieb zu einem. Ja, das Tor ist ein bisschen blöd, weil die Schafe verstopfen da immer den Eingang. Ja gut, das Das ist Tor ein habe ich ja bisschen schon gesehen. unpraktisch. Aber so. Oh. Ups. Rechtsklick. Nee, ich habe da mal kurz den Zaun eingerissen. Ja, geht steil. Warte mal. Pass auf, weißt du, was wir machen? Pass mal auf, guck mal hier. Was ist, wenn ich jetzt hier. Geht das eigentlich? Ja, Schau mal, hier genau, der Manuel Ausgang. hat noch gar nicht unsere ganzen Schafe gesehen, glaube ich. Guck mal, ich habe ja ein Schild hingemacht. Hier aus. Ich würde ja gern gucken gehen, aber irgendwie Hat hier jetzt hakt's immer jemand. noch. Warte mal. Dezent. Echt? Okay. Wo bist du denn? Ich bin hinter Was dir macht ihr denn gerade. da? Hat aber volle Ping. Ja, das sollte man meinen, aber irgendwie. Ja, warte mal, ich guck mal nochmal. Ja, fangen wir halt nochmal an. Das ist doch wurscht, Hauptsache, das muss flutschen, sonst macht es keinen Spaß. Also was veränderst du denn immer, damit das Wie flutscht? im wahren Leben. Was? Was veränderst du denn immer, damit das flutscht? Ja, ich habe jetzt. Ich hatte eigentlich die Sichtweite wieder erhöht, aber die ist jetzt schon auf 6 Chunks. Das ist eigentlich schon ziemlich gering. Ach so, du Ja, wie machst deinen gesagt. eigenen Rechner sozusagen, deine eigenen Einstellungen legst du quasi runter. Also normalerweise, was du auf dem Server einstellst, gerade mit so Sichtweiten und sowas, das müsste doch uns völlig egal sein. Ich kann doch bei mir einstellen. Nein. Nee? Nein, 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 nein. Normalerweise nicht. Ihr habt jetzt eigentlich nur eine Sichtweite von 6 Chunks. Ach so. Normalerweise. Das halte ich für ein Gerücht. Würde ich, also ich Also würde. ich habe nachgelesen, es wäre so, weil der Server in dem Sinne vorgibt, wie weit die Sichtweite ist. Pass auf, dann Du sag mir kannst nicht mal. weiter gucken, als ich das hier eingestellt habe. Okay, ach so, dann stelle ich doch mal jetzt neben mich. Guck mal, ich kann jetzt hier über das Feld mit dem Zuckerrohr Ja, das ist hinwegschauen, bis richtig. zum Berg dahinter und dann sehe ich zwischen den beiden Bergen nichts mehr. Schluss ist dann. Ganz genau. Okay. So ist richtig. Gut. Weiter kannst du auch nicht gucken, selbst wenn du bei dir 25 einstellst, Oh, du normalerweise. blödes Schaf hier. Ah, na gut, das Also, reicht habe ja. ich halt gelesen, keine Ahnung, ob es stimmt. Ich weiß es nicht. Und das könnte Leck verhindern zum Beispiel dann. Na gut. Ja. Probier es aus. Es Ja. vermischt sich ja alles. Du hast das Gartentor abgebaut, nicht? Ist Ja, weg. ich habe das Gartentor abgebaut. Dann kann ich ja mein Ist Schild hier wieder richtig. wegbauen, wo das Schaf davor steht. Ist doch mal weg. Es stehen da Hühner dazwischen. Ja, da sind Hühner und Schafe. Ja, jetzt mache ich mal mein Ah. Schild wieder weg. Kann man gebrauchen, so ein Schild. Was? Aber Ja, das ist. wie kommt man denn nun hier wieder raus? Also das hier wusste Geht ich schon. gar nicht. Du bist jetzt Ja, für immer hier, da ist gefangen. doch ein Tor, Mann. Bist du Ach blind? so, hier ist Hier. noch ein Tor. Und dann komme ich in den nächsten Zaun und dann? Ja, und dann kommst du hier zu dem nächsten Tor. Und dann bist du Ach, raus. Siehst du denn da nichts? hinten! Da habe ich nicht geguckt. Echt, pass auf, jetzt mache ich hier wirklich.
So, was auf hier? Es geht mit dem Schaft noch ein Tor. Huhn ausgebüxt. Mann! Hier muss ich leider töten. Hier geht's raus. So, fertig. Guck mal, hier geht's raus. Jetzt auf die Wasserrutsche. Das ist echt ein Schild. Geil. Lalala. Naja, ich hab die gerade so einstecken. Super. Ich hab letztens Zombiefleisch genascht hier. Da hab ich mich vergiftet. Erklärt mir mal, was man da macht. Ja, du. Das ist halt vergammeltes Fleisch. Das ja, kann man das braten? Nein, dann ist es immer noch vergammelt. Nee, ich glaube, kannst du nur essen halt. Ich habe keine Ahnung. Und dann habe ich, da war ich am Verhungern, da ging es schon auf die Herzen, das geht ja richtig schnell. Da habe ich ein, zu was ich gerade einstecken hatte, ein Spinnenauge genascht. Aber ich glaube, das war noch die schlechtere Idee, da wäre ich lieber verhungert, glaube ich. Da ging es noch schneller mit den Herzen runter. So, voll die gute Aufwärmrunde hier. Macht voll Spaß. Ja, warm wird man hier jedenfalls. Geht das besser mit den Lags und Lags immer noch? Yep. Was? Wie Sau, das hat mich gerade von meinem Haus in den Schafstall zurückgesetzt. Ach komm. Oh, das ist natürlich ein krasses Lag. Jetzt da unten. Komisch. Was machen wir denn da jetzt? Weil ich habe ja nichts verändert an irgendwas. Außer ja, die Sichtweite. Und das habe ich ja wieder rückgängig gemacht. Wie gesagt, ich gehe stark davon aus, dass das mein Internet ist, weil das immer um die Uhrzeit anfängt rumzuspacken, wie blöd. Oh. Also kannst quasi eine, was hast du denn für ein DSL bei dir? 50.000. Alter, das natürlich, das sollte natürlich ein bisschen ja. Skype schon abkönnen, ne? Natürlich, schon, ja. locker, ohne Probleme. Mhm. Aber ich habe die 50.000 jetzt im Moment nicht, keine Ahnung, wo die hin verschwinden abends, aber die sind weg. Natürlich krass, wenn die ganze Straße abends online streamt, die ganzen YouTuber in deiner Straße wohnen. wahrscheinlich, die wohnen alle hier. Die ganzen YouTube-Süchtigen, die ganzen Zuschauer zumindest. Ja, wobei ich bin mir nicht ganz sicher, ob die anderen Leute sich in der Straße überhaupt Internet leisten können. Wie habt ihr denn eigentlich die ganzen Schafe hier hinbekommen? Tja. Wir mussten nur dahin locken. Ja, wir haben ein paar hergelockt und dann haben wir sie zum Gangbang verführt und dann haben die sich vervielfacht. Ah, hier, Bukake, richtig schön gut. Gut. Na, davon wird aber keiner schwanger normal. Das war's von Gangbang. Jetzt sind sie jedenfalls alle nackig. So jetzt habe ich dir, glaube ich, eine Wolle weggenommen. Guck mal hier. Wie schmeißt man denn die eigentlich weg mit R, glaube ich? Wie war denn das? Kuh. Kuh, siehst du? Ach, guck mal hier, die habe ich dir jetzt. Das ist deine Wolle. So. Netz, ihr seid auch nun mittlerweile schon die Vollprofis. Also ich habe das echt nicht mitbekommen. Was hat denn das Level-System für einen Sinn? Also. Ja, gute Frage. Also soweit ich weiß, wird man da einfach stärker durch. Also zum Beispiel, wenn du mit Schwert zuschlägst, dann machst du mehr Schaden. Ah, ja, du kannst ja Sachen verzaubern. Und das dann, auch wenn, du Sachen, wenn du Sachen verzauberst, dann ist deine Level sind quasi dein Mana. Aha. Ah. Und wenn du dann halt keine Level mehr hast, kannst du dann nichts mehr verzaubern. Okay, super. Das wusste ich nämlich nicht. Also das ist ja, ich habe damals, ich glaube, Minecraft 1.4 war das, was ich gespielt habe damals. Ich entdecke das ja komplett neu gerade. Oh, wir hatten ja, das hast du schnell wieder drin. Ja, das denke ich schon. Also Rezepte habe ich immer noch ein paar im Kopf. Was ist denn hier? Aha. Batman, der Wutan hat also hier auch ein Haus. Batman. Der Batman hat hier ein Haus. Ich glaube, das ist natürlich noch viel cooler, wenn man die Leute einfach so nennt, die so aussehen. Wo ist die Betthöhle? Na, wo ist die Betthöhle? Die baue ich gerade. Oh, schon mit einem Bild an der Wand? Aha. Cool. Siehst du, ich hab wieder so ein Leck. Bei mir bist du gar nicht in meinem Haus, ich bin aber da. Und einer hat ein Bild geklaut bei mir, da waren mal zwei. Das habe ich scheinbar wahrscheinlich abgebaut. Ah, jetzt ist es wieder da. Ne, sind zwei Bilder. Eins hängt hier im Sonnenuntergang oder was das sein soll? Ja, keine Ahnung. Das andere, ich stehe genau vor dem anderen, das genau, war gerade weg, aber es ist ein Creeper. Irgendwann hat's Tor offen gelassen, die ganzen Hühner sind draußen unterwegs. Aber alle hier. Was ich zum Beispiel total assi finde an solchen Türen ist ja, ne, wenn man die mit Redstone automatisch aufgehen lässt, da war es früher immer so, dass immer, wenn du Doppeltür hattest, eine war immer negiert von der anderen. Also, eine ging auf, die andere ging zu. Okay. Da musste man die eine Tür mit einem Nor noch dazwischen genau negieren zu der anderen, damit die beide auf und beide zugingen gleichzeitig. Mhm. Das war... Ich glaube, das ist gefixt. Ach ja, das ist heutzutage gefixt, ja? Ach, ich glaube schon. Alles nochmal neu entdeckt. Was seid ihr eigentlich? Ich kram gerade in fremder Leute Sachen rum, wieso? Nee, nur so. So, jetzt gucke ich mal noch, hier ist eine Höhle in dem Berg drin. Wo hast du dich denn da hingebuddelt?
Okay, da geht's ja noch gar nicht so viel weiter. Es ist, hier ist noch eine Höhle in den Berg. Da hat schon jemand aktives Mining betrieben hier. Oh, das werde ich auch mal anfangen müssen. Ich wüsste echt gerne, wo ihr seid. Ich sehe überhaupt nichts. Ich stehe jetzt hier. Ich habe dich gar nicht gesehen. Ich stand nämlich direkt hinter dir. Mich von hinten angepirscht. Ich sehe gar nichts. Die Sachen, die ich wegklopfe, sind kriege ich nicht, aber ist irgendwie alles scheiße gerade. Ja, Mist. Ich muss mich da aber bei Kabel Deutschland beschweren irgendwie. Mach das mal. Ich kann ja nicht LPTs zocken. Was hast du denn dann von Upstream eigentlich? 10 Megabit. 5 oder 10, irgend sowas sollte ich schon haben. Aber das ist ja für so ein bisschen Gelaber und nix eigentlich. Also ich kann sagen, ich habe hier DSL 6000. Ich habe das zwar, glaube ich, auf 8000 irgendwie hochgedreht gekriegt, aber das ist ja nun im Vergleich zu euch ganz schwach, ne? Ja. Blöd. Pass auf, ich steige jetzt mal hier über den Berg drüber. Ich guck mal, was hinter dem Berg ist. Hast du eigentlich die Weltgröße ein bisschen limitiert oder ist die jetzt hier immer noch... Ach, scheiße. Ach, das ist eine gute Frage. Das kann ich dir gerade gar nicht beantworten. Ich habe das gleich auf den Standardwert gelassen eigentlich. Gut. Ich habe an der Größe der Map jetzt nicht extra was eingestellt. Gut. Mhm. Alter, scheiße, jetzt habe ich zwei Herzen. Oh, zwei Herzen habe ich noch. Kann man Eier kann man nicht essen, nicht? Nee, aber du kannst ja auf den Boden dreschen und dann kommen eventuell Küken dabei rum. Ach so, dann pass auf, ich komme mal zu euch. Jetzt hier, ihr habt ja schon so viele Hühner, ich habe hier noch 8 Eier. Komm, geh weg, du Huhn, da geht's rein. Komm. Manu, ich würde dir gerne helfen, aber ich kann nichts tun, es tut mir leid. Nee, das ist, glaube ich, das geht nicht, da kannst du nichts machen. Mhm. Also du möchtest mal bei Kabel Deutschland anrufen. Ich habe tatsächlich gerade einen Küken geschaffen. Jetzt stehst du aber vor mir. Hallo. Ich stehe vor dir, ich bin schon lange wieder weg. Jetzt läufst du gerade bei mir hoch. Ja, okay, das ist aber schon lange her gewesen. Ja. Krass. Kommt es so verzögert mir die an, ist ja heftig. Heftig. Hey, ich mache gerade eine Hühnerfarm mit den ganzen Eiern. Ihr braucht doch Hühner, kann man immer gut gebrauchen, wa? Hier, guck mal, hier. Oh, habe ich eins geschlagen. Oh je, es greift mich der Hahn gleich an. Jetzt bin ich wieder auf meiner Terrasse, ist ja zum Kotzen. Oh. Ja, da bist du. Da ist aber auch Perena auf meiner Terrasse wieder. Ja, das ist von vorhin gewesen. Das ist jetzt einfach so, 2 Minuten später stehe ich dann da. Also ich kann in der Zeit reisen auch. Das ist natürlich wirklich assi. Das macht natürlich wirklich keinen Spaß. Ne? Und das ist irgendwie, möglicherweise liegt es an deinem Router, dass der Kacker ist. Was hast du? Nö. Das liegt nicht an meinem Router. Der ist ja nur ab 18 Uhr Kacker. Ah, okay. Oh nein. Sorry. Komisch, hast du das auch bei anderen Spielen? Oder nur? Oh nee. Nur hier. Hat das aufgefallen, ist es mir nur hier. Und mein Gelaber leckt ja auch nicht eigentlich, ne? Nee. Ja gut, aber Stimme hat eigentlich immer Priorität, normalerweise. Bei den Datenpaketen. Guck mal. Hallo. Ja, guck mal, pass mal auf, wenn ich den Fernseher anmache, Jörn, da hörst du Stimmen, guck mal. Guck mal, hörst du das? Hallo, wer bist du denn? Hallo. Hast du es gehört? Sag mal, wer bist du denn? Hallo. Sag mal, was wir hier zusammen immer machen. Was macht man immer am Anfang? Da sagt man erstmal Hallo zu allen, nicht? Hallo. Das ist übrigens, weil ich ja total famegeil bin, nicht? Also das ist hier mein Joker ist das. Mit Kindern verdient man doch das meiste Geld. Ja, ist klar. Kinderarbeit. Aber ein anderes Balkon, das heißt mit Mickey Mouse. Du willst lieber Mickey Mouse gucken, naja. Dann. Ich würde auch lieber Mickey Mouse gucken. Da habe ich eine LPT gemacht mit meinem Sohn, haben wir Mickey Mouse zusammen gespielt. Mhm. Ja. Das ist das Schöne an so einem Smartphone-Spiel, das ist ja, kann man ja vieles machen so. Ja. Auf dem Bett, lümmelnd. Ja, guck mal, hier das Batman, hast du hier, sieh mal da. Machen. Kennst du Batman? Guck mal, hier das Batman, siehst du? Der hat so eine Fledermaus auf der Brust, siehst du das da? Na hier, der graue Mann da. Das graue Mann ist der Batman. Genau, so, ne? Was mache ich denn jetzt eigentlich? Ich gehe mir jetzt mal einen Chicken braten. Lecker. Stefan, meine Hühner da vorne. Bitte? Ich bin noch hier in unserem Heim gerade. Ah ja. Ich überlege gerade, was ich bauen will oder so. Ist natürlich cool. Nee.
Sag mir mal, hat jemand von euch einen Ofen, wo man. Cool, ey, guck mal. Ach, ich muss mal. Ich wollte gerade mal mich auf ja, den Weg schau machen. Mal, genau. Ach ja, ich habe das ganz vergessen. Du kommst immer rüber, geschneit. Meinst du mich? Ich habe den schon. Ja, den Quitschibu meine ich. Ja, gut. Ich bin gerade auf Bettmann draufgesprungen. Komm mal rüber. Ich habe da mal sowas vorbereitet. Achso, pass auf, warte, dann komme ich mal, wenn ich jetzt nicht abgeschlachtet werde, zu dir rüber, meinst du? Ich habe hier so einen kleinen Atomschutzbunker auch hingestellt. Den kannst du mit der Ninwil teilen, wenn sie dann dazu kommt. Okay. Hier. Ich bin schon da. Ich so, sehe dich. Guck mal hier. Da darfst du schlafen und so. Ach so, das ist ein Hotel hier? Cool. Das ist jetzt ja. Das Hotel. Kostet 15 Mark. Die Stunde. Genau, ja, bitte. Mach's dir bequem. Da hast du eine Werkbank, Kiste okay. Und so ein Stuff und so. Viel Spaß, tschüss. Danke. Super. Übrigens können wir uns dann gleich mal alle schlafen legen, damit hier der nächste Tag einbricht. Ich würde nämlich eigentlich gerne mal hinter den Berg gehen, aber ich habe nur noch ein halbes Herz. Die Zombies greifen mich da an. Ja, du musst halt was essen. Ja, ich suche ja schon gerade mal. Du musst was essen, damit du dich regenerierst. Ich habe noch ein Spinnenauge. Schau mal, warte, ich gebe dir mal was. Wo bist du denn? Ach, hier ist auch so Kohle. Ich habe eben noch mal neue Semmeln gemacht. Da Schnitzel, so nimmst du das auch noch. Dankeschön, das ist ja super. Guck mal, der rülpst nach dem Essen, das ist ein Ferkel. Ja, und werf dir noch ein paar Semmeln an den Kopf, bleib da. Oh, super. Dankeschön. Das ist natürlich Toastbrot. Ja, also du regenerierst dich, wenn du so satt bist, ganz gut. Satt. Dann wird es mit dem Herzen aus. Du? So, schau mal, guck mal hier. Von hinten sieht Electric Cat Venue aus wie eine wie ein Creeper, ein roter. Ja, gefährlich, ne? Kapuzenpullover. Ja, ich weiß auch nicht. Eigentlich bin ich ja ein Fuchs. Ach so. Ja, ich weiß nicht, warum die da auf die Kapuze hinten drauf so ein Gesicht gemacht haben. Ja, ich laufe doch gerade hier. Ja, du spielst doch nicht mit. Was könnte man da bauen? Ich überlege, was man bauen könnte. Ach so. Warte mal, guck mal da, guck mal da. Wir könnten wir unser Haus anfangen, oder? Was ist denn so? Oh ne, dann haben wir den Pfeil und Bogen. Och, Mann. Ja, also ich bin, ja. Also ich wollte da ein Haus bauen, Stefan. Du darfst gerne mit anbauen. Ja. Ja, aber ich wohne in meinem Haus alleine. Es tut mir leid. Aber das ist so. Ach so? Ja, okay. Ich wohne im echten Leben schon zu zweit. Ich dachte mir, es wäre geil, wenn ich mal alleine wohnen würde. Okay. Oh, ein Creeper. Jetzt bricht der Tag an. Ich bin ja super fröhlich. Gut, jetzt werden wir mal gucken, wo ich hier. Irgendwo baue ich mir ein Schloss Grayskull hin. In Anlehnung zu dem. Was war denn das letztens? Als du bei die Sims den Skeletor versucht hast zu bauen. Ja, was war mit dem? Ja, und Schloss Grayskull ist ja das. Warte mal. Das ist ja gar nicht das, wo er drin wohnt. Mit der Macht von Grayskull. Genau. Ach, diese blöden Bogen, die schießen aber auch genau. Diese. Damals. Diese Skelette schießen aber auch genau, ey. Ja, die treffen immer, gell? Ja. Ganz egal, wie besoffen sie sind. Da habe ich gerade ein Pferd. Ui. Ich habe ja gehört, man könnte jetzt auch Pferde reiten, nicht? Aber man muss den Sattel irgendwo finden, nicht? War das nicht so? Ja, genau. Das ist so. Nein, ich habe nichts totgeschossen. Nein, ich habe das nur gestreichelt, das Pferd. So. Aber du kannst, glaube ich, tatsächlich, wenn du oft genug dich auf das Pferd draufsetzt, das wirft dich immer runter, lässt sich irgendwann reiten. Du kannst nur nicht entscheiden, wohin. Ach so, jetzt habe ich es gerade umgehauen. Wie da ist noch eins. Hast du denn deinen Sohn angelogen? Nein, natürlich nicht. Ich habe es gestreichelt und es hat sich schlafen gelegt. Ach so, ja, das aber ich habe hier ein paar Esel noch, glaube ich. Ist das ein Esel? Schau mal, ist das ein Esel? Wie kann ich denn auf das Pferd aufsteigen? Was muss ich denn da drücken? Ja, sag mal. Rechtsklick. Rechtsklick? Da macht's nur. Oh ja, da kriege ich eine drauf. Ja, mach das. Geh mal in deine Third-Person-Ansicht und klickst ein paar Mal an. Irgendwas setzt sich normalerweise drauf. Jetzt pass auf, jetzt haben wir gerade was gehört. Third-Person-Ansicht, wo drücke ich denn da? F1, 2, 3, wo geht denn das? F5. Das gab's früher alles noch nicht. Guck mal, jetzt siehst du mal, wie cool ich aussehe von hinten. Habe ich früher nie benutzt, echt nicht. Guck mal, jetzt ist mal. Hey, du bist.
Hallo, du kannst ja nicht einfach dasselbe Pferd aussuchen wie ich. Ich wollte nur mal gucken. Also der Esel lässt mich nicht drauf. Wenn man das so sieht hier, hoffentlich nimmt man das nicht übel in der Aufnahme hinterher, wie ich hinter dem Esel stehe, der immer vorne hochgeht. Ich gehe nicht drauf. Wenn das jemand sieht, ey. Da habe ich mich dann doch bei den Schafen wohler gefühlt. Also ich check das nicht mit der Third-Person-Perspektive, da bin ich zu wohl dafür. So, aber also auf den Esel drauf. Ach, guck mal, das kann man so noch von vorne angucken. Ist das, guck mal hier. Ist der Skin hässlich, oh mein Gott. Das wird einfach nicht.